An einem klaren Frühlingstag startet ein Flugzeug vom Chicagoer Flughafen. Als es von der Startbahn abhebt, setzt eines der Triebwerke aus. Das Flugzeug driftet stark nach links ab und stürzt Sekunden später in unmittelbarer Nähe eines Stellplatzes für Wohnwagen zu Boden. 273 Menschen sterben. Ein erfahrenes Ermittlungsteam wird nun Nachforschungen anstellen, um die Ursachen für das schrecklichste Flugzeugunglück Amerikas herauszufinden. Was es feststellt, wird fatale Mängel im amerikanischen Luftfahrtgewerbe aufdecken und sich wesentlich auf die Luftfahrtindustrie auswirken. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Kette unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Dieser Mann wurde gerade Zeuge eines Flugzeugabsturzes. An Bord befindet sich die Frau, die er liebt. Nordamerika, Illinois, Chicago. 25. Mai 1979, 12 Uhr mittags. Die drittgrößte Stadt Amerikas mit dem verkehrsreichsten Flughafen der Welt. Jede Minute landen und starten Flugzeuge vom internationalen Flughafen O'Hare. Mit mehr als 2000 Flügen am Tag handelt es sich um einen der überfülltesten Lufträume der Welt. Eine DC-10 der American Airlines aus Phoenix, Arizona, befindet sich gerade im Landeanflug auf O'Hare. Der 53-jährige Flugkapitän Walter Lux hat das Kommando. Walter arbeitet seit 29 Jahren bei American Airlines und hat mehr als 22.000 Flugstunden absolviert. Meine Damen und Herren, willkommen in Chicago. Wir bedanken uns, dass Sie mit American Airlines geflogen sind. Es ist 13.30 Uhr. Walter hat seinen Dienst beendet. Ein Kollege bittet ihn, mit ihm zu tauschen und am selben Nachmittag den Flug 191 nach Los Angeles zu übernehmen, da er aus familiären Gründen verhindert ist. Die Entscheidung fällt Walter schwer. Es ist Freitag und aufgrund des Memorial Days steht ein langes Wochenende bevor, auf das sich Walter schon sehr freut. Er wohnt in Phoenix, doch für dieses Wochenende hat er einen Aufenthalt in seinem Ferienhäuschen in der Nähe von Chicago mit seinem Sohn Michael geplant. Es ist ein nettes kleines Häuschen zwischen zwei Seen, das mein Vater vor langer Zeit, 1959, gekauft hat. Wir waren meistens draußen auf dem Wasser zum Fischen oder Segeln. Wenn er der Bitte nachkommt, muss Walter seine Pläne ändern. Doch dafür kann er als Gegenleistung irgendwann einmal auch um einen Gefallen bitten. Also wieder zurück, was? Na, dann wollen wir mal. Er hat keine Zeit mehr, seinen Sohn Michael über die Planänderung zu informieren. Er wird ihn von Los Angeles aus anrufen. Passagiere checken bereits für den Flug 191 ein. Die 21-jährigen Deborah Ann Maruzzi und Doreen Malik fiebern dem Urlaub ihres Lebens auf Hawaii entgegen. Debbies Freund Ray DeVito verabschiedet sich von ihnen. Auf Wiedersehen, bis bald. Ich dachte, was für ein großer Tag das war und wie wunderbar es sein muss, nach Hawaii zu fliegen. Nach einem Zwischenaufenthalt in Los Angeles sollte es weiter nach Hawaii gehen. Sie hatten mich mit ihrer Aufregung richtig angesteckt. 14 Uhr trifft sich Kapitän Walter Lux mit dem Copiloten James Dillard, einem ebenfalls erfahrenen Piloten. Sie werden eine DC-10 nach Los Angeles fliegen. McDonnell Douglas brachte in den frühen 1970ern ein Großraumdüsenflugzeug auf den Markt, das der Boeing 747 Konkurrenz machen sollte. McDonnell Douglas und American Airlines setzen auf die DC-10, um ihre Zukunft in turbulenten Zeiten der US-Luftfahrt zu sichern. Ein Jahr zuvor, 1978, während der instabilen Wirtschaftslage, wurden im knallharten Wettbewerb um Passagiere Fluggesellschaften wie die American Airlines gegründet. Die DC-10 ist jedoch ein Flugzeug mit einer bewegten Vergangenheit. Sie hatte seit 1971 bereits drei fatale Unfälle zu verzeichnen, mit 349 Toten.
Der schlimmste ereignete sich 1974 in Paris, als eine DC-10 der Turkish Airlines kurz nach dem Start abstürzte. Eine Tür des Laderaumes war abgefallen, was zu einem verheerenden Druckverlust geführt hatte. 346 Menschen starben. Dennoch verfügt die DC-10 über ein modernes Flugkontrollsystem, das die Piloten, so auch Walter Lux, sehr schätzen. Er war von dem Flugzeug begeistert und flog es als Kapitän. Es ist wirklich ein großartiges Flugzeug, besonders bei dem Wetter in Chicago. Andere Flugzeuge müssen während der schweren Schneestürme im Februar und März oft den Kurs ändern. Flug 191 ist eine der DC-10-Maschinen, die am längsten im Einsatz sind. Seit 1972 ist sie 20.000 Stunden geflogen. Erst vor kurzem war sie bei der Inspektion und hatte grünes Licht bekommen. 14.30 Uhr nehmen Deborah und Doreen sowie andere Passagiere ihre Plätze ein. Den Flugbegleitern ist klar, dass sie viel zu tun haben werden. Es ist ein Urlaubswochenende und das Flugzeug ist fast voll. Ein letztes Durchzählen bestätigt, dass alle 258 Passagiere an Bord sind. 14.45 Uhr. Der 49-jährige James Dillard ist für den Start und die Landung zuständig. Er fliegt die Route Chicago-Los Angeles zum ersten Mal. Aber für einen Piloten mit einer Erfahrung von 1000 Flugstunden mit einer DC-10 dürfte das kein Problem sein. Kurz vor 15 Uhr. Chicago Tower, American Airlines 191, Gate 5 bereit für die Rollbahn. American Airlines 191 Heavy, begeben Sie sich zu 32 rechts bei der Brücke. Der O'Hare-Kontrollturm gibt der DC-10 die Anweisung, zurückzusetzen und sich zur Rollbahn 32R zu bewegen. Der Fluglotse Ed Rucker verfolgt Flug 191 auf dem Monitor. Ray DeVito befindet sich auf der Aussichtsplattform. Zuerst war ich allein von der Schönheit dieses Flugzeugs fasziniert. Dieses schöne, leuchtende Hochglanzaluminium. Ich dachte, wie kann das Ding nur fliegen? 15.01 Uhr stoppt Flug 191 wegen eines landenden Flugzeuges. 3-2 rechts, in Position und halten. Eine Minute später erhält er Starterlaubnis. Fertig zum Start, 32 rechts, keine Verzögerung. American Airlines 191 auf dem Weg. Gemäß der regulären Bestimmungen betätigen beide Piloten Dillard und Lux den Schubregler. Die Vorflügel werden ausgefahren, um mehr Auftrieb zu erzeugen. Innerhalb von 50 Sekunden erreicht die 170 Tonnen schwere DC-10 ihre Startgeschwindigkeit. Doch in dem Moment, als Co-Pilot Dillard die Flugzeugspitze nach oben steuert, setzt das Triebwerk 1 der linken Tragfläche aus. Verdammt! Vom Kontrollturm aus verfolgt Ed Rucker das Geschehen. Notlandung vorbereiten. Er hat ein Triebwerk verloren. Flug 191 hat ein Problem. Aber die Piloten können den Start nicht mehr abbrechen. Sie haben keine Wahl. Nummer 1 ist ausgefallen. American Airlines Flug 191 ist gerade vom Chicagoer Flughafen gestartet. Als es abhebt, setzt das linke Triebwerk aus. Das Flugzeug driftet nach links ab, doch Co-Pilot James Dillard steuert entgegen. Um die Belastung der zwei verbleibenden Triebwerke zu verringern, senkt Dillard den Richtlinien folgend die Steiggeschwindigkeit des Flugzeuges auf das Minimum V2, also 283 km pro Stunde. In aller Eile trifft die Flugsicherungszentrale Vorkehrungen für eine Notlandung der DC-10. Okay, American Airlines 191 Heavy, wollt ihr umkehren und zu welcher Rollbahn? Die Piloten wissen, dass die Gefahr bei weitem noch nicht gebannt ist. Aber sie haben eine kontinuierliche Steigung des Flugzeuges erreicht, wenn auch etwas langsamer als normal. Gegenüber des Flughafengeländes befindet sich ein Stellplatz für Wohnwagen und ein Hundeabrichteplatz der Chicagoer Polizei. Sergeant Ken Berger dressiert seit 17 Jahren Hunde in Aufspür- und Verfolgungstechniken.
Heute täuscht er im Rahmen des Übungsprogramms einen Flüchtenden vor. Ich höre ein Flugzeug. Flammen schlagen aus dem Triebwerk. Das Triebwerk macht stotternde Geräusche und es kommt immer näher. Plötzlich, nur 20 Sekunden nach dem Start, befindet sich Flug 191 in größten Schwierigkeiten. Völlig unerwartet beginnt das Flugzeug nach links abzudriften. Ray DeVito befindet sich immer noch auf dem Aussichtsdeck und verfolgt das Geschehen mit Entsetzen. Ich sah zwei Feuerbälle. Das sah aus wie ein Flakfeuer in einem Kriegsfilm. Zwei laute Explosionen, dann ein roter Feuerstrahl und dann überschlug es sich. Innerhalb von Sekunden driftet das Flugzeug drastisch nach links ab. Ken Berger und seine Kollegen bemerken die Notlage des Flugzeuges. Als ich mir einen Weg durch einige Baumgruppen bahne, sehe ich, wie die anderen Polizisten wegrennen. Die DC-10 fliegt direkt auf den Stellplatz für Wohnwagen zu, dem Zuhause von hunderten Menschen. Ray DeVito läuft in Panik durch den Flughafen. Die Piloten Lux und Dillard versuchen verzweifelt, die Lage des Flugzeuges auszugleichen. Aber das Flugzeug reagiert nicht. Die Flugzeugspitze sinkt unter den Horizont. Ed Rucker in der Flugsicherungszentrale kann das Geschehen nur noch wie in einem Albtraum verfolgen. Flug 191 schlägt kurz vor dem Stellplatz für Wohnwagen auf. Es entstand ein 30 Meter hoher Feuerball mit dickem, schwarzem Rauch. Ich konnte die Hitze spüren. 5 Kilometer entfernt im Flughafengebäude wird Ray DeVito Zeuge des Absturzes. Als ich die Treppe hinuntereile, höre ich die Explosion. Der Boden vibriert regelrecht, als das Flugzeug explodiert. Trümmer werden gegen Wohnwagen geschleudert. Als Ray aus dem Terminal rannte, wurde ihm der Ernst der Lage bewusst. Ich rannte aus dem Flughafengebäude auf die Straße und von dort sah ich die riesige Rauchwolke. Berger und seine Kollegen sind von dickem schwarzen Rauch umgeben. Ein Feuer war ausgebrochen, ein riesiges Feuer. Ein äußerst stechender Geruch von brennendem Kerosin und brennendem Fleisch lag in der Luft. Ray DeVito eilt zum Rollbahnbereich des Flughafens und rennt auf einer sich in Betrieb befindenden Rollbahn zur Unglücksstelle. Während ich renne, denke ich, mein Gott, lass sie unverletzt sein. Lass das Flugzeug unbeschädigt sein. Lass alles nicht so schlimm sein, wie es aussieht. Kann Deborah oder irgendjemand an Bord des Fluges 191 solch ein schreckliches Unglück überlebt haben? Flug 191 der American Airlines stürzt ab. Nur 31 Sekunden nach dem Start vom internationalen Flughafen von Chicago. Es befinden sich 271 Menschen an Bord. Ray DeVito eilt zum Unfallort, um zu erfahren, ob seine Freundin überlebt hat. 15.15 Uhr. Nur 11 Minuten nach dem Absturz trifft die Feuerwehr mit dem Sanitäter John Heavy ein. Es lag ein Dunstschleier in der Luft. Und das Einzige, an das ich mich genau erinnere, war die völlige Stille. Kein Geräusch, nichts. Während der Notdienst nach Überlebenden sucht, erscheint ein lokales Presseteam. Ray DeVito ist 5 Kilometer bis zur Unglücksstelle gerannt. Am Unglücksort sah ich Flugzeugteile verstreut herumliegen. Erst glaubte ich nicht, am richtigen Ort zu sein, denn dort lagen nur wenige Flugzeugteile, die ich hätte zuordnen können. Der Notdienst muss erkennen, dass seine Aufgabe hoffnungslos ist. John Heavy und sein Team stehen einem Schauplatz des Schreckens gegenüber. Wir sahen Teile, die
die wir erst bei näherem Hinsehen identifizieren konnten. Es waren menschliche Überreste, die von brennendem Kerosin durchtränkt waren. Die ineinander verkeilten Wrackteile von Flug 191 liegen über hunderte von Metern verstreut. Trümmer sind in den Stellplatz für Wohnwagen geschleudert worden und haben 5 Wagen zerstört. 2 weitere Menschen sterben. Sogar erfahrene Fachleute sind von diesem grausamen Anblick überwältigt. So etwas kann man nie vergessen. Man ist verzweifelt, weil man niemandem helfen kann. Und man ist fassungslos, dass innerhalb einer Sekunde so etwas geschehen kann. Die Nachricht von dem verheerenden Absturz verbreitet sich im ganzen Land. Es stürzte ab und zerschellte am Boden. Funken brachten das Kerosin zum Brennen und lösten ein einziges Flammenmeer aus. In Phoenix, Arizona, erreicht Michael Lux, den Sohn des Piloten Walter Lux, die Nachricht. Als er hört, dass es sich um einen Abflug von Chicago handelt, ist er erleichtert. Der Pilot konnte demnach nicht sein Vater gewesen sein. Da ich wusste, dass mein Vater die Route Phoenix-Chicago geflogen war, dachte ich, Gott sei Dank, er ist schon angekommen, also kann er nicht der Pilot sein. Am Unglücksort muss Ray DeVito die Wirklichkeit akzeptieren. Seine Freundin Deborah ist tot. Ich war völlig verzweifelt. Ich konnte niemandem mehr helfen. Hier an dieser Stelle, wo eben alle noch lebten, war niemand mehr. Und dann nach und nach akzeptierte ich die Tatsache, dass niemand das Unglück überlebt hat. Als Michael Lux nach Hause kommt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Als ich ankomme, sehe ich einen meiner besten Freunde. Sein Blick war befremdend und ich war erschrocken. Dann sehe ich die vielen Leute in unserem Haus. Wo ist meine Mutter? Was ist passiert? Dann hörte ich im Nebenraum im Fernsehen, dass mein Vater der Kapitän war. Herr Jesus Christus, Retter der Welt, wir geben diesen deinen Diener in deine Hände. Er, den wir so schmerzlich vermissen. American Airlines Flug 191 verzeichnet eines der schlimmsten Flugzeugunglücke in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Insgesamt sterben 273 Menschen. Aber was führte dazu, dass die Piloten der DC-10 die Kontrolle über ihr Flugzeug so schnell verloren haben? Die offiziellen Ermittlungen decken auf, dass eine Reihe von verheerenden Begebenheiten zum Absturz von Flug 191 geführt haben. 11 Minuten nach der Katastrophe erhält die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde, NTSB, einen Anruf. Binnen einer Stunde ist ein Expertenbereitschaftsteam von 15 Ermittlern auf dem Weg nach Chicago. Entscheidend für die Ermittlungen sind die Fachkenntnisse eines Mannes, Michael Marx. Marx ist 1979 führender Metallkundler bei der NTSB. Er wird das Rätsel lösen, warum Flug 191 nur 30 Sekunden nach dem Start abstürzte. Es war kaum zu glauben, dass so etwas mit einem Flugzeug passieren kann. Deshalb ist es ein Schock für Sie, für mich und für jeden auf der Welt, dass so etwas passiert ist. Marx weiß, dass das Bereitschaftsteam innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse vorweisen muss. Aber die Aufgabe ist schwierig. Das Beweismaterial ist über einen Quadratkilometer verstreut. Und die Medien berichten weltweit über die Untersuchungen, den schrecklichen Absturz betreffend. Die Ermittler wissen, dass dies das 4. fatale Unglück einer DC-10 ist, seit deren Einführung im Jahr 71. Mit Flug 191 starben insgesamt 622 Menschen bei DC-10-Unglücken. Doch gibt es viele denkbare Gründe für ein Flugzeugunglück. Eine elektrische Störung, ein Konstruktionsfehler, eine Explosion, Versagen der Piloten. Für das Team ist am wichtigsten, die Flugschreiber zu finden. Die Informationen, die sie in gepanzerten Boxen enthalten, sind unerlässlich.
Die sogenannte Black Box hält enormen Gewalt- und Feuereinflüssen stand, bevor sie unbrauchbar wird. Aber konnten sie einen Aufprall diesen Ausmaßes standhalten? Die NTSB-Experten nehmen ihre Arbeit auf. Die Wetterbedingungen für den Flug waren perfekt und die Flugsicherung meldete keine offensichtlichen Störungen von außen, wie beispielsweise ein anderes Flugzeug oder den Zusammenprall mit einem Vogelschwarm. Doch eines ist eindeutig. Auf halber Strecke der Startbahn finden Sie Trümmer von Triebwerk 1. Während des Starts muss es sich von der Tragfläche gelöst haben. Die Frage ist nur, weshalb? Die Ermittler hoffen, in den Trümmern, die über hunderte von Metern verstreut sind, die Antwort zu finden. Eventuell können einzelne kleine Teile Aufschluss darüber geben, was tatsächlich passiert ist. Und sie sind gewissermaßen der goldene Schlüssel. Es ist unerlässlich zu wissen, warum das Triebwerk sich löste und warum so schnell. Sollte die DC-10 einen Konstruktionsfehler gehabt haben, hätte das unermessliche Folgen für die Luftfahrt. Fast 300 DC-10-Maschinen befördern jeden Tag ca. 150.000 Passagiere weltweit. Stellen sie alle einen Risikofaktor dar? Eine dringende Frage ist der Absturz allein auf den Verlust des Triebwerkes zurückzuführen oder war er nur die katastrophale Folge einer Reihe von Ereignissen? Man hofft, dass die Flugschreiber die Antwort liefern, doch diese sind noch nicht gefunden worden. Das Team bemüht sich, so viel verwertbares Material wie möglich aus den Wrackteilen sicherzustellen. Während die Suche weitergeht, konzentriert sich das Team auf Augenzeugen und entdeckt glücklicherweise ein außerordentliches Beweisstück. Ein Amateurfotograf hat auf dem Flugplatz O'Hare die letzten Momente des Fluges 191 eingefangen. Das Foto zeigt Rauch oder Dampf, die die linke Tragfläche nach sich zieht. War ein Feuer an Bord ausgebrochen? Das Beweismaterial eines Hauptaugenzeugen lässt auf eine Explosion schließen. Mein Name ist Edward Rucker. Der Fluglotse Ed Rucker wird als einer der Ersten befragt. Ich sah eine Stichflamme am linken Flügel. Ich teilte meinem Vorgesetzten mit, dass es eine Explosion gegeben hatte. Könnte der Absturz von Flug 191 die Folge eines Sabotageaktes oder eines terroristischen Angriffes gewesen sein? Das Flugzeug hob zum Start ab und dann drehte es sich in der Luft. Nach mehreren Zeugenberichten ist den Ermittlern klar, dass es keine Bombe gewesen sein kann. 60 Zeugenaussagen deuten auf ein unfassbares Ereignis. Alle sahen, dass das Triebwerk 1 während des Starts nach vorn schwenkte und über den Flügel hinwegrollte. Diese schockierende Enthüllung weist auf einen Konstruktionsfehler hin. Wenn dem so ist, könnte sich das möglicherweise auf jede DC-10 auswirken, die in Betrieb ist. Das wäre der schlimmste Albtraum der Luftfahrtindustrie. Ein Expertenteam der Nationalen Verkehrssicherheitsbehörde ermittelt im schlimmsten Flugzeugunglück in der Geschichte Amerikas. Man weiß, dass Flug 191 beim Start ein Triebwerk verloren hat. Doch der Verlust eines der drei Triebwerke einer DC-10 muss keine fatalen Folgen haben. Und dennoch stürzte das Flugzeug 31 Sekunden später ab. 273 Menschen starben. Die Öffentlichkeit ist schockiert und die Medien verlangen nach einer Erklärung. Doch obwohl die Untersuchungen laufen, muss der führende Ermittler der Nationalen Verkehrssicherheitsbehörde, Woody Driver, zugeben, dass noch keine Ergebnisse vorliegen. Ich bitte Sie heute um Ihre Unterstützung. Wir benötigen so viele Fotos wie möglich von jedem, der das Flugzeug im Flug fotografiert hat. Das Team konzentriert seine Ermittlungen auf die Frage, weshalb sich das Triebwerk gelöst hat. Der Verdacht fällt zuerst auf die Triebwerksaufhängung.
Die DC-10 hat 3 Triebwerke. Jedes wiegt mehr als 5 Tonnen. Eines befindet sich am Rumpfende, die anderen beiden sind jeweils unterhalb der Tragflächen befestigt und mit der Triebwerksaufhängung verbunden. Triebwerksaufhängungen haben 3 Verbindungsstellen an der Tragfläche, 2 vorne und eine hinten. Sie besteht aus Dutzenden von Teilen, die alle bei dem Aufprall hätten zerschmettert werden können. Das Team versucht, alle Teile sicherzustellen, die das Triebwerk mit der linken Tragfläche verbinden. Sie durchforsten das Trümmerfeld. Mithilfe der örtlichen Polizei werden die Teile in die Flugzeughalle des O'Hare-Flughafens gebracht. Dort werden die Teile sorgfältig zusammengesetzt und untersucht. Bei jedem Teil wird hinterfragt, ob es während des Absturzes beschädigt wurde oder schon vor dem Absturz defekt war. Dann gelingt der Durchbruch. Ein Polizist entdeckt die beiden Flugschreiber. Hey Jungs! Aber der digitale Flugschreiber ist stark verbeult. Er registriert die Daten aller Fluginstrumente vor dem Absturz. Wichtige technische Daten könnten verloren gegangen sein. Der zweite Flugschreiber, der Cockpit-Stimmenrekorder, registriert das Gespräch der Piloten während der letzten kritischen Momente. Er ist in einem besseren Zustand und scheint vielversprechender zu sein. Beide Aufnahmegeräte werden sofort zur Untersuchung in die NTSB-Zentrale in Washington D.C. geflogen. 191 bei Gate 5 bereit zum Rollen. Das Team hört zuerst den Cockpit-Stimmenrekorder ab und vernimmt den Dialog zwischen den Piloten und der Flugsicherungszentrale. Sie hören nichts Außergewöhnliches bis zur letzten Sekunde vor dem Start. Es ist ein einziges Wort aus dem Munde von Co-Pilot Dillard. Verdammt! Dann verstummt das Band. Gegenlenken. Der Stimmenrekorder versagt beim Start. Mehr wird er nicht enthüllen. Das Team wendet sich nun dem beschädigten Flugschreiber zu. Die gepanzerte Hülle hat den Absturz überstanden, doch das Digitalband im Inneren ist gerissen. Techniker fügen das gerissene Band wieder zusammen und können so bis auf einige Sekunden fast alle Daten retten. Der Flugschreiber hat alles bis zum letzten Moment vor dem Aufprall aufgezeichnet. Die Ausdrucke ergeben ein beunruhigendes Bild. Trotz des Verlustes des Triebwerkes 1 der linken Tragfläche kann Co-Pilot Dillard das Flugzeug stabilisieren. Gemäß der üblichen Vorgehensweise verringert er die Fluggeschwindigkeit, doch aus unerfindlichen Gründen driftet das Flugzeug plötzlich nach links ab. Die Ermittler suchen mithilfe des Flugschreibers Angaben zur Lage der Querruder und der Vorflügel der linken Tragfläche. Sie ermöglichen dem Piloten, das Flugzeug unter Kontrolle zu halten. Diese wichtigen Daten scheinen jedoch zu fehlen. Obwohl der Flugschreiber funktioniert, nimmt er diese Informationen nicht auf, und zwar genau ab dem Moment, als auch der Stimmenrekorder aussetzt. Die Frage ist, weshalb? 48 Stunden nach dem Absturz in Chicago. Das Team macht nach eingängiger Untersuchung der Baueinheit der Triebwerksaufhängung eine bedeutende Entdeckung. Sie könnte die Ursache des Absturzes sein. Ein gebrochener Schraubbolzen. Dies ist ein notwendiger Durchbruch und das Team organisiert in aller Eile eine Pressekonferenz. Michael Marks, führender Metallkundler bei der NTSB, fliegt nach Chicago, verpasst jedoch den Beginn der Pressekonferenz. Er trifft in dem Moment ein, als der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Woody Driver eine Erklärung abgibt. Die Ermittlungen haben als Ursache des Unglücks einen Ermüdungsbruch ergeben. Während Driver vor den Presseleuten spricht, zeigt ein Kollege Marks den gebrochenen Schraubbolzen. Ich sagte etwas wie, was ist an dem Schraubbolzen so wichtig? Denn ich sah nichts, was auf einen Riss hinweisen könnte. Driver gibt der ganzen Welt bekannt, dass wahrscheinlich dieser einfache 7 cm lange Schraubbolzen zum Verlust des Triebwerkes von Flug 191 geführt hat. Der Schraubbolzen, den ich hier in den Händen halte, war Teil des Flugzeugs.
Er weist einen Ermüdungsbruch auf und war somit der Auslöser. Marx hört besorgt zu. Seine Erfahrung sagt ihm, dass der Schraubbolzen während des Absturzes beschädigt wurde, nicht davor. Es liegt keine charakteristische Ermüdungserscheinung vor. Es handelt sich um einen glatten Bruch. Jahrelange Erfahrung als Metallkundler lässt ihn nicht daran zweifeln, dass die NTSB gegenüber der Weltpresse gerade einen riesigen Fehler begeht. Ich empfand es als zu früh für eine Erklärung, da die Ermittlungen noch am Anfang standen. Wir haben den Schraubbolzen gefunden, mit dem das Triebwerk befestigt war. Und somit haben wir den Beweis, dass sich aufgrund dieses Bruchs das Triebwerk löste. Marx weiß, dass der Schraubbolzen keinen stichhaltigen Beweis darstellt. Er allein kann den Verlust des Triebwerkes nicht verursacht haben. Für mich war es vielmehr die Folge des Unfalls und nicht dessen Ursache. Aber nicht alle Kollegen sind Marx' Meinung. Einige sehen die Unfallursache nach wie vor in der gebrochenen Schraube. Marx folgt seinem Gefühl und geht die Wrackteile nochmal in aller Ruhe durch. Schon bald entdeckt er ein elementares Bauteil der Triebwerksaufhängung, den Flansch. Bei näherer Analyse stellt sich heraus, dass er beschädigt ist. Der Art der Beschädigung nach zu urteilen, war diese schon vor dem Absturz verursacht worden. Es gab etwas Rätselhaftes an der Sache. Ich verstand es einfach nicht. Aber ich wusste, dass etwas nicht stimmte und gründlicher überprüft werden musste. Könnte der beschädigte Flansch Aufschluss darüber geben, warum sich das Triebwerk löste? Marx bringt das Bauteil in sein Labor nach Washington, D.C. Der Flansch weist einen 33 cm langen Riss auf. Sein Expertenauge kann darin eine Reihe von Abläufen erkennen. Die Beschaffenheit des Risses zeigt Ermüdungserscheinungen wie Jahresringe, deren Linien sich im Laufe der Zeit strahlenförmig nach außen hin vergrößern. Diese müssen also schon vor dem Aufprall des Absturzes entstanden sein. Etwas muss den Flansch geschwächt haben. Marx sieht in der glatten Beschaffenheit eines Sprunges den Beweis für eine starke Druckbelastung. Er kann sie sich zwar nicht erklären, weiß aber, dass sie der Auslöser des Ermüdungsbruches war und bereits vor dem Absturz ausgeübt worden sein muss. Es handelt sich hierbei um einen entscheidenden Durchbruch. Er ordnet Labortests an, um herauszufinden, welche Art von Druckbelastung zur Beschädigung des Flansches geführt haben könnte. Tests belegen, dass der Lastdruck sehr stark gewesen sein muss. Über 2.900 Kilogramm. Marx und sein Team verfolgen sämtliche Inspektionen von Flug 191. Sie erfahren, dass American Airlines das Flugzeug erst 8 Wochen zuvor einer Inspektion unterzogen hatte. Wenn Fehler bei Flugzeugen auftreten, die erst kürzlich gewartet wurden, schaut man sich erst einmal an, was die Wartung beinhaltete. Bud Lehner, technischer Leiter bei der NTSB, besucht die Flugzeugwartungsanlage der American Airlines in Tulsa, Oklahoma. Er stellt in der täglichen Arbeitsweise besorgniserregende Ungenauigkeiten fest. Im Rahmen der Routinewartung ersetzt American Airlines zusätzlich die Halterungen. Für diesen Arbeitsvorgang müssen Triebwerk und Triebwerksaufhängungen vom Flügel abmontiert werden. Der Flugzeughersteller McDonnell Douglas rät dazu, erst das Triebwerk und dann die Triebwerksaufhängung abzumontieren. Doch die Techniker von American Airlines haben eine einfachere Arbeitsweise entwickelt, indem sie Triebwerk und Triebwerksaufhängung in einem einzigen Arbeitsgang abmontieren. Dazu verwenden sie einen gewöhnlichen Gabelstapler. Bei dieser Arbeitsweise spart American Airlines bei jeder seiner 40 DC-10-Maschinen 200 Arbeitsstunden und Tausende von Dollar ein. Natürlich sind die Fluggesellschaften daran interessiert, schnell und billig zu arbeiten. 6 Tonnen Metall herabzulassen ist eine heikle Angelegenheit.
Befindet sich der Gabelstapler in der falschen Position, schaukelt das Triebwerk hin und her und schlägt gegen die Befestigungsstellen der Triebwerksaufhängung. Der Gabelstaplerfahrer ist auf Hand- und Rufzeichen angewiesen. Die Positionierung muss perfekt sein. Dieser Arbeitsvorgang birgt enorme Risiken. Bud Lehner stellt fest, dass die Betriebsleitung in Tulsa sich der möglichen Schwierigkeiten nicht bewusst ist. Wir waren schon ein bisschen erstaunt, dass niemandem bei dieser Arbeitsweise aufgefallen ist, dass dadurch Schäden entstehen können, die katastrophale Folgen haben. Das Team erfuhr ebenfalls, dass dieser Arbeitsvorgang bei Flug 191 nicht reibungslos verlaufen ist. Techniker begannen, Triebwerk und Triebwerksaufhängung vom Flügel abzumontieren. Doch während dieses Arbeitsvorganges fand ein Schichtwechsel statt. Bei der Übergabe wurden Triebwerk und Triebwerksaufhängung lediglich vom Gabelstapler gehalten. Als die Arbeit wieder aufgenommen wurde, rammte die Triebwerksaufhängung gegen die Flügelbefestigungen. Das Gewicht war ungleichmäßig verteilt und der Gabelstapler musste erst die Position ändern, bevor die Triebwerksaufhängung abgesetzt werden konnte. Bud Lehner teilt Michael Marks, der sich in den NTSB-Labors aufhält, die Neuigkeit mit. Mir ging plötzlich ein Licht auf. Alles war mir plötzlich klar. Und ich sagte zu Bud, ich glaube nicht nur, dass ein Stoß die Ursache war, ich kann es beweisen. Der Flansch befindet sich an einer Schottwand, die wiederum an einen Stahlbügel geschraubt ist. Wird der Schraubbolzen zum Abmontieren der Triebwerksaufhängung entfernt, kann der Flansch verrutschen und gegen den Stahlbügel stoßen. Marx schaut sich den Flansch noch einmal genau an. Er hat nicht nur einen Riss, sondern auch eine Delle, deren Abdruck die Rundung des Stahlbügels aufweist. Da der Flansch mit dem Stahlbügel nur dann in Berührung kommen kann, wenn der Stahlbolzen entfernt ist, muss der Schaden während der Wartungsarbeiten entstanden sein, als Triebwerk und Triebwerksaufhängung abmontiert wurden. Nun weiß Marx, warum sich das Triebwerk vom Flügel gelöst hat. Auch in der Art und Weise, wie American Airlines ihre DC-10-Maschinen wartet, hat er erhebliche Mängel festgestellt. Ist es möglich, dass auch andere Fluggesellschaften die gleichen gefährlich verkürzten Arbeitsvorgänge durchführen? Die Flugbehörde ordnet eine Überprüfung aller DC-10-Maschinen an. Ich habe keine Wahl. Hiermit erteile ich ein sofortiges Flugverbot für alle DC-10-Maschinen. 138 Flugzeuge werden aus dem Verkehr gezogen. Guten Abend. Die NTSB hat heute ein Flugverbot für alle DC-10-Maschinen erteilt, da die Konstruktion des Flugzeugs mangelhaft ist. 70.000 Passagiere werden täglich in DC-10-Maschinen befördert. Der gesamten Flotte ein Flugverbot zu erteilen, ist noch nie dagewesen und bringt die Industrie an den Rand des Zusammenbruchs. Vier weitere Flugzeuge anderer Fluggesellschaften weisen ähnliche Schäden auf. Diese Fluggesellschaften arbeiteten mit ähnlichen Methoden. Eine DC-10 der United Airlines war nicht verkehrssicher, vier Maschinen der Continental Airlines wiesen Risse an den Flanschen auf, bei zweien konnten die Schäden behoben werden. Insgesamt waren 10 DC-10-Maschinen betroffen. Ein schockierendes Armutszeugnis für die amerikanische Luftfahrt. Doch Marx weiß, dass DC-10-Maschinen auch mit nur zwei Triebwerken flugfähig sind. Flugzeuge stürzen nicht ab, nur weil sich ein Triebwerk löst. Es ist vorgekommen, dass Triebwerke sich gelöst haben und abgefallen sind und trotzdem wurde niemand verletzt. Es musste noch andere Gründe für dieses spezielle Unglück geben. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Piloten. Kann ein Versagen der Piloten den Absturz von Flug 191 verursacht haben? Michael Lux quält der Gedanke, sein Vater könne für den Tod von 273 Menschen verantwortlich sein. Als Pilot weiß er, wie schwer es ist, in Notsituationen Ruhe zu bewahren. Ich kann mir vorstellen, was im Cockpit los war, als überall rote Warnsignale aufleuchteten, der Summer Störungen signalisierte, Geräte ausfielen. Es muss sehr beängstigend gewesen sein. Könnten Lux und Dillard im Eifer des Gefechts Fehler begangen haben? Zurück in Chicago macht das NTSB-Team Fortschritte. Dort, wo das Triebwerk zu Boden fiel, finden sie ein 1 Meter großes Segment der linken Tragfläche. Es wurde herausgerissen und enthält wichtige Hinweise.
Dieses Segment enthält die Hydrauliksteuerung der Vorflügel, die für den Start unerlässlich ist. Die Ermittler beginnen zu begreifen, was passiert ist. Die Triebwerksaufhängung brach vom schon beschädigten Flansch ab und kippte nach oben über die vordere Tragflächenkante. Dabei löste sich ein 1 Meter großes Teil der Flügelvorderkante, in dem sich die Hydrauliksteuerung befindet. Ein wichtiger Fakt. Um Auftrieb zu erzeugen, werden beim Start die Vorflügel ausgefahren. Ohne das hydraulische System ziehen sich durch den Winddruck die Außenvorflügel wieder ein. Dies reduziert den Auftrieb der linken Tragfläche und das Flugzeug driftet nach links ab. Das Team hat einen großen Durchbruch erreicht. Aber die DC-10 verfügt zur Sicherheit über ein weiteres Hydrauliksystem. Trotz des Schadens war genügend Druckflüssigkeit vorhanden, um die Vorderflügel erneut auszufahren. Darüber erhalten die Piloten in solchen Fällen Warnungen. Weshalb also hat Dillard nicht reagiert? Dem Team ist klar, dass die Antwort in Zusammenhang mit dem plötzlichen Abschalten des Cockpit-Stimmenrekorders steht. Der Start verläuft normal. Die Stromversorgung, die sowohl den Stimmenrekorder als auch das Vorflügelwarnsystem betreibt, wird durch das linke Triebwerk gewährleistet. Steiggeschwindigkeit, Höhe, alles scheint normal, bis zu dieser Stelle. Als sich das Triebwerk von der Tragfläche löst, bricht die Stromversorgung ab. Dillard hat also keine Ahnung, dass die Vorflügel falsch positioniert sind. Doch Dillard hätte nach wie vor in der Lage sein müssen, das Flugzeug zu fliegen. Er flog das Flugzeug. Er hat es einfach weitergeflogen, nachdem das Triebwerk sich gelöst hatte und die Vorflügel eingezogen waren. Hat sich Dillard nicht an die Notfallbestimmungen gehalten? Der Flugschreiber zeigt, dass Dillard die Fluggeschwindigkeit genau nach Vorschrift auf V2 reduziert hat, nachdem das Triebwerk 1 ausgefallen war. 283 Kilometer pro Stunde ist die geringste Steiggeschwindigkeit eines Flugzeuges. Dillard handelte in allem vorschriftsgemäß und doch stürzte das Flugzeug ab. Marx und das Ermittlungsteam beginnen nachzuprüfen, ob die Vorgehensweisen im Notfall unzureichend sind. Im Laufe der Konstruktionsphasen eines jeden Flugzeuges testen Piloten deren Handhabung in den verschiedensten Situationen. Aber die Ermittler erfahren, dass die Tests mit einer DC-10 niemals die Situation beinhalteten, in der sich Triebwerk und Triebwerksaufhängung ablösen und die Vorflügel eingezogen sind. Mit diesen neuen Erkenntnissen wird Flug 191 im Simulator nachgestellt. 13 Piloten versuchten insgesamt 70 Starts nach Handbuch. Kein einziger konnte das Flugzeug abfangen. Eine schockierende Erkenntnis. Das Lehrbuch enthält falsche Angaben. Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass der Pilot bei eingezogenen Vorflügeln niemals die Geschwindigkeit verringern darf. Dies hätte einen Strömungsabriss zur Folge. Und genau das ist mit Flug 191 passiert. Kapitän Lux und Co-Pilot Dillard trifft keine Schuld. Diese Nachricht erleichtert den Sohn von Walter Lux. Dadurch waren seine Handlungen gerechtfertigt. Jeder erfahrene Kapitän hätte das Gleiche getan in dieser schrecklichen Situation. Absolut das Gleiche. Doch trotz der mangelhaften Notfallbestimmungen wissen die Ermittler, dass ein Gerät Flug 191 hätte retten können. NTSB-Beamte führen akribische Untersuchungen durch, um den Absturz von Flug 191 der American Airlines aufzuklären. Sie wissen, dass die Piloten unbeabsichtigt und aufgrund außergewöhnlicher Begebenheiten einen Strömungsabriss verursacht haben. Aber das Team muss das letzte Rätsel lösen. Es gibt eine letzte Sicherheitsvorrichtung, die das in Not geratene Flugzeug hätte retten können. Die DC-10 verfügt über ein Doppelwarnsystem. Bei einem drohenden Strömungsabriss vibriert der Steuerknüppel des Piloten. Gleichzeitig leuchtet ein Warnsignal auf. Dieses kombinierte Warnsystem teilt dem Piloten mit, dass er umgehend die Geschwindigkeit erhöhen muss.
An Bord von Flug 191 verfügte nur Kapitän Lux über eine entsprechende Vibrationsfunktion. Doch diese war ebenfalls vom Stromausfall betroffen, da das abgerissene Triebwerk gleichzeitig Generator war. Allerdings existiert ein Sicherheitsstromversorgungsgerät. Doch es lässt sich nicht während des Starts einschalten, da die Piloten angeschnallt sind. Dieser einfache Stromschalter war der letzte Sargnagel für die 271 Menschen an Bord von 191. Wenn wir die Begebenheiten an diesem verhängnisvollen Tag zurückverfolgen und das Beweismaterial der Ermittlungen hinzuziehen, wissen wir nun, wie es zum Absturz von Flug 191 gekommen ist. 5 Minuten vor der Katastrophe. Flug 191 ist auf dem Weg zur Rollbahn 32R des Flughafens O'Hare in Chicago. Die Maschine ist startklar. Der fatale Fehler, der den Flugzeugabsturz bewirkte, wurde 8 Wochen zuvor begangen, als die DC-10 einer Wartung unterzogen wird. Beim Abmontieren des Triebwerkes und der Schottwand reißt ein Flansch ein. Bei jedem Start und jeder Landung dieser DC-10 in den nächsten 8 Wochen wird der Riss tiefer. 1 Minute und 19 Sekunden vor der Katastrophe. Flug 191 fährt zum Start. Während des Startmanövers versagt der eingerissene Flansch an der Triebwerksaufhängung. Diese wird jetzt nur noch von den vorderen Schraubbolzen gehalten. Während die Flugzeugspitze steigt, reißt das Triebwerk vom vorderen Träger ab und kippt über die linke Tragfläche. Es reißt ein 1 Meter großes Segment der Flügelvorderkante mit. Dies beschädigt das Hydrauliksystem. Auch die Stromversorgung im Cockpit wird unterbrochen. 32 Sekunden vor der Katastrophe. Den Piloten ist klar, dass Triebwerk 1 ausgefallen ist, aber sie können nicht sehen, dass sich das gesamte Triebwerk und ein Teil der Tragfläche gelöst haben. Den Notfallbestimmungen folgend mindert Copilot Dillard die Geschwindigkeit auf 283 km pro Stunde. Das Flugzeug steigt weiter bis auf 90 Meter Höhe. Dann, als die Hydraulik total versagt, ziehen sich die Außenvorflügel ein, sodass das Flugzeug an Auftrieb verliert. Der Stromausfall führt dazu, dass wichtige Warnsignale versagen, die die Piloten normalerweise auf die Gefahr aufmerksam machen. 10 Sekunden vor der Katastrophe driftet das Flugzeug nach links weg. Die Piloten versuchen verzweifelt, dem entgegenzusteuern, aber das Flugzeug driftet immer stärker nach links, bis es sich seitlich überschlägt. Vier Minuten und 5 Sekunden nach 3 schlägt die linke Flügelspitze am Boden auf. Das Flugzeug explodiert. Niemand überlebt. 273 Menschen sterben. Die Katastrophe gilt als das schlimmste Flugzeugunglück Amerikas. Der Wartungsprozess wurde beschleunigt, um ein paar Dollar einzusparen. Und das hat Menschen das Leben gekostet. Meinen Vater und 272 weitere Menschen. In einer schrecklichen Flugzeugkatastrophe. Nach Abschluss der Ermittlungen empfiehlt die NTSB grundlegende Verbesserungen in der Luftfahrtindustrie. Die US-Regierung ordnet eine Änderung der Wartungsbestimmungen an. McDonnell Douglas nahm Konstruktionsverbesserungen an der DC-10 vor. Fluggesellschaften lassen Vibrationsmelder für Piloten und Co-Piloten einbauen. Piloten werden angehalten, bei Ausfall eines Triebwerkes die Geschwindigkeit nicht mehr auf V2 zu reduzieren. Aber nichts kann die Opfer von Flug 191 zurückholen. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Debbie und ich waren seit etwas mehr als 1,5 Jahren ein Paar. Wer denkt schon, dass er jemanden durch einen Flugzeugabsturz verlieren wird? Die Regierung der Vereinigten Staaten belegt American Airlines mit einer Geldstrafe von nur 1 Million Dollar wegen fahrlässiger Wartungsarbeiten. American Airlines erhält von der Versicherung als Entschädigung für die DC-10 jedoch 25 Millionen Dollar mehr, als es gekostet hat. McDonnell Douglas Aktien fallen nach dem Absturz von Flug 191 um mehr als 20%. Schließlich wird die Firma von ihrem Rivalen Boeing übernommen.